Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, wie man sieht, ich habe ein bisschen gewütet, also es sieht leicht wüst aus. Ich habe nämlich die Plattform abgerissen, zwei Treppen schon oben drauf gesetzt, noch eine oben drauf gesetzt. Festgestellt, wir brauchen definitiv den Fahrstuhl, aber ich brauche für den Fahrstuhl, das kann ich, wo ich den finde, brauchen wir ja das Sprungnetz. Und für das Sprungnetz brauchen wir Käfergummi und ich habe vergessen, wo ich das herkriege. Achso, können wir sogar selber herstellen. Aus Säuredrüsen und Saft. Okay. That was refreshing. Gut, dann muss ich mich mal an die Arbeit machen, dass wir, also wir machen die Treppe noch fertig, damit wir die Plattform anfangen können. Und wenn wir die Plattform fertig haben, dann müssen wir unbedingt einen Fahrstuhl machen. Weil das ist echt ein Krampf, da hochzulaufen. Und wir müssen noch wesentlich höher, aber... Ich habe keine Eichelschalen mehr. Das heißt, wir gehen jetzt zu Burke. Das war ja sowieso unser Plan. Holen uns drei neue Aufgaben. Achso, wir könnten hier, guck mal, wir haben noch eine Überlebensaufgabe. Die können wir doch noch schnell fertig machen. Stelle Schleifsteine oder Beschichtung her. Das ist doch hier über den Amboss, ne? Über die Schmiede. Nee, das ist nicht über die Schmiede. Stelle Schleifstein oder... Warte mal. Nein. Wo ist denn dieses... wie so ein Schmelzofen. Schätze ich mal. Aber den kann ich hier wahrscheinlich... Kann ich den über die Werkbank bauen? Schmiede. Ich sehe es jetzt nicht tatsächlich. Nee, das würde keinen Sinn ergeben. Das sind alles hier Sachen, wo ich keine Lust habe, mich durchzuklicken, weil es so viel ist. Ein Schmelzofen. Den kann ich scheinbar noch nicht herstellen. Aber ich kann... Ach so, hier. Das kann ich über die Werkbank machen. Einen Schleifstein soll ich herstellen. Ja, das kriege ich hin. So. Habe ich gemacht. Benutze die Schmiede, um eine Waffe oder ein Rüstungsteil zu verbessern. Okay, eine Waffe oder ein Rüstungsteil. Dann würde ich tatsächlich... Ich weiß nicht, ob es nochmal eine bessere Armbrust gibt. Aber... Ich würde vielleicht die Armbrust verbessern. So, das habe ich gemacht. Schalte die Schmiede frei, stelle Schleifsteine, benutze die Schmiede um eine Waffe. Gut, jetzt müssen wir nur noch den letzten Superchip besorgen. Da gehen wir demnächst bei. Wir machen jetzt noch den zweiten Mixer und dann kümmern wir uns um den Superchip. Vorher kümmern wir aber uns erstmal um Burke. Und Eichelschale. Denn ohne Eichelschale können wir nicht weiterbauen. Und Hammer schon mal in der Hand nehmen. Ah, ich brauche unbedingt eine Seilbahn zum Burke. Oder zum Baum zumindest, dass wir nicht mehr hier durch den ganzen Busch laufen müssen. So. Ausdauer einmal tanken. Wo war denn Burke? Ich laufe jetzt hier Richtung Vorgetränke. Müssen wir ja hier rüber, ne? So, und wenn wir Eichelschale haben, können wir ja die Treppen noch ein bisschen hochsetzen. Und uns mal überlegen, was können wir denn anders machen am nächsten Mixer? Ich würde gerne... Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt auf die Schnelle finden. Wir haben noch so eine Art Spikes, ne? Aber ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, wo. Stachelheim. Ich würde vielleicht tatsächlich diese Stachelhelme, wir nennen die jetzt mal Spikes, vor die Tür setzen oder beziehungsweise vor die Mauern. Dahinter ein Stängelgerüst mit Fenstern. Dahinter nochmal ein Stängelgerüst statt Grasplatte, um die Basis oder um das so sicher wie möglich zu machen.
Ja, kommt mal her. Kann ich gebrauchen. Dein Fell kommt bei mir mit in den Ofen. So. Ich habe keine Ausdauer. Warte doch mal. Frech ist das. So. 5 Milbenpilz. Die braucht man ja für einiges, ne? Zum Kochen. Zum Pfeile herstellen für den Bogen. Das sind halt die billigen Pfeile, aber die reichen ja für das meiste hin tatsächlich. Zumindest wenn es um Nahrungssuche geht, ne? So, hier können wir nochmal einen Safttropfen lutschen. Lecker. Ja, ne, ich tue dir nichts. Will hier nur dran vorbei. Achso, und Pilze. Wir können ja Pilzziegel herstellen, ne? Ich weiß gar nicht, wie kann ich einen Pilzziegel überhaupt herstellen? Ja, warte mal, die habe ich doch hier in der Schnellsuche bestimmt mit drin. Nee. Habe ich nicht letztens erst ein Rezept gekriegt für Pilzziegel? Also irgendwie kann ich auf jeden Fall jetzt Pilzziegel herstellen. Ich weiß aber nicht wie. Und dafür müssten wir nochmal, wir können ja auch Beete machen. Dass wir vielleicht mal ein paar Beete setzen, indem wir Pilze und wenn es möglich ist, vielleicht auch Rasen, Klee, Stängel. Das, was wir regelmäßig brauchen, dass wir das da selber anpflanzen. So, ich muss einmal verschnaufen nur. Okay. So, das war gut. Die Pause habe ich gebraucht. So, da haben wir jetzt alles mit. Dann gehen wir einmal zu Berg. Quest holen. Hallo sagen natürlich. Dann Quest holen und dann gehen wir mal wieder enger um den Baum rum. Da müssten ja noch Eichen liegen. Jetzt wäre ich fast zur Spinne gelaufen. Was ist mit mir los? Berg! Rate mal, wer da ist. Dein guter Freund Max. Hi, Berg. Wir haben uns lange nicht gesehen, ne? Oh, hier ist noch... Habe ich die nicht angehört? Ich schlampe. Hey, Berg. Freut mich, dich zu sehen. Mensch, nimm doch mal der Zeit. So. Ist die Tür hier schon länger? However, as Burgle indicates, there is some minor insignificant raw science leakage. A note for another time. Noted. Ist das diese Zipline? Oh, ich habe ein Foto davon gesehen. Oh, hier, guck mal. Ah. Oh, und Bratbums. Das nehme ich gerne. Ob es noch was Neues gibt? So, Kundschafter Kellenschlucht. Schließe diese Wegmarkierung ab. Kellenschlucht. Kellenschlucht sagt mir jetzt so nix. Ah, 2 Wegmarkierungen gleich mitnehmen. 3, alles Wegmarkierung. Komm, dann machen wir einmal Krötensumpf. Okay, und Rechenanhöhe. Und den letzten lassen wir noch über. Achso, hier, guck mal, wir haben ja noch unser Molar, ne? Hier brauchen wir 2, 3. So. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Im Shop will ich noch nicht, will erstmal Geld sparen. Hab ich hier, gibt es hier noch irgendwas Neues? Irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Nee, ne? Da war ich schon drin, oder? Ja, ja. Ups. Oh. Aber da ist Science aufgeploppt. Nehme ich mit. Und ein Tape neues. War doch hier schon mal drin. Na gut. I had such grand notions back then. The Kinder Science Mini Quick Little Chemist Lab educational toy for children. But no, Wendell, we can't possibly put hydrochloric acid into the hands of children. The lawyers will never agree.
Ah, da ist tatsächlich eine Akte, die uns zu einer Aufgabe führt, die wir schon erledigt haben. In Bezug auf die Honigbienen. Komme ich nie wieder raus, da, ne? Aber das haben wir ja schon gemacht. So. Aber was wirklich noch fehlt, das ist ein Seilbahn zum Berg, ne? Damit wir nicht immer den ganzen Weg laufen müssen. So. Dann wollen wir jetzt nochmal Eicheschale sammeln und Ausdauer. Mal gucken hier, wo liegt denn hier noch was rum? Hier ist noch Saft, den können wir auch mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Gehen wir hier lang. Jetzt müssen wir hier aufpassen, nicht, dass die Spinnen da rauskommen. So. Hier ist noch eine Eichel. Die hauen wir gleich kaputt. Und Eichelschale. Habe ich die letztes Mal nicht mitgenommen? Kann sein, dass ich voll war. Und meine Taschen hatten auch keinen Platz mehr. So. Na, welche darf ich? Die darf ich einsammeln. Komm, wir nehmen hier alles mit. So. Die bauen wir noch ab. So, dann haben wir hier noch eine. Gut, hier ist noch Saft und eine Eichel. So. Hin und wieder vielleicht mal gucken, ob hier Spinnen oder sowas sind. Nicht mal blind links um die Ecke laufen. So, die haben wir auch. Da ist noch Saft. Den können wir noch mitnehmen. Hier haben wir auch noch zwei kleine Tropfen. So. Dann gehen wir hier nochmal ein Stück weiter. Ist das die Höhle von den Spinnen? Ja, ne? So, hier haben wir auch nochmal eine. So, wir brauchen ja, ne? So, die Seilding da, das müssen wir auch gleich mal ausprobieren. Vielleicht nicht so Vogeltränke, weil der Weg so weit ist. Dass wir nur mal so eine kleine Testfahrt Sandkasten. Ne? Also Picknicktisch und zurück. Nur einmal gucken. Mich würde auch interessieren, ob dieser, die Laus, die das antreibt quasi, ob die mich schneller macht, wenn es bergab geht. Also wenn ich sowieso schon schneller bin. Oder ob die bergauf richtig zu kämpfen hat. Hier war ich auch noch nicht drin, ne? Kann das sein? Hier ist noch eine Akte. Die arme Sarah mit ihrer kleinen roten Bisswunde. Wenn sie nicht zu mir gekommen wäre, hätte ich es nicht einmal gewusst. Und ihre traurigen Augen, als sie zu mir kam und ihren winzigen Arm umklammerte. Daddy, Daddy, in ihren in den Wurzeln der Eiche ist etwas Gemeines, wimmerte sie. Das Wurzelwerk war viel zu klein, um von einem erwachsenen Mann erforscht zu werden und verlangte nach einer kleineren Form. Aber warum bin ich heute Abend im Dunkeln gegangen? Warum habe ich eine gruselige, neblige Kulisse gewählt, um zu sehen, was ich gerade gesehen habe? Und was ist das für ein Gefühl, das ich jetzt neben mein Herzrasen fühle? Ein Gefühl jenseits meines Pilomotors, der mir Gänsehaut beschert, meine Haare zu Berge stehen oder ein Schauer über meinen Rücken laufen lässt. Es ist eher so, als hätte sich meine Haut mit dem Gedanken abgefunden, entfernt zu werden. Um das Fleisch darunter ist wie erstarrt aus Angst, der frischen Herbstluft ausgesetzt zu sein. Das Fleisch zieht meine Haut zusammen wie ein Kind, das sich unter einer Decke zusammenkauert und am Rand seines Bettes vor Geistern und Werwölfen versteckt. Die Knochen haben Mitleid mit dem Fleisch, denn die kalten Winde wären so kurz, wie ein Wurm, der von einem Haken gesaugt wird, würde alles im Handumdrehen in diesen sabbernden Schlund verschwinden. Und dann würden meine eigenen starren Augen in ihren dunklen kleinen Höhlen über meinen zitternden Kiefer klappern. Ein zitternder Stapel brüchiger Knochen stürzt ein und zerstreut sich in einer heulenden Brise. Ich glaube, das Gefühl wird Todesangst genannt. Aber was kann man tun? Wie die grauen Wölfe von Yellowstone? Sind diese Spitzenprädatoren ein notwendiges Rädchen in einer gut geölten Maschine? Ferne die Wölfe und Elche laufen wild und grasen das Land ab.
Adieu Flora verwandelt sich in Adieu Fauna. Eine einfache Änderung kann das gesamte Ökosystem zerstören. Lass sie einfach in Ruhe und sie werden dich in Ruhe lassen, nicht wahr? Absolut nicht wahr, wenn ich denen auch nur in die Nähe komme, denn beißen die mich und greifen mich an und töten mich, wenn sie die Chance haben. Es geht hier natürlich um die Wolfsspinne in dem Text. Ja. Also ich halte das für eine Lüge. Eine eiskalte, bittere Lüge. Aber na gut, wenn der Herr Doktor der Meinung ist, darf er sie auch gerne haben. Unvertreten natürlich, ne? So, hier haben wir nochmal einen Rüssel. Wollen wir den mitnehmen? Komm. Komm. Oh, dich wollte ich gar nicht hauen. Entschuldigung, das muss jetzt sein. Du bist nämlich sehr nachtragend, wenn ich dich schlage. So. Ach so, ja, zur Basis, ne? Wollen wir uns einen kleinen Wegpunkt machen, dass wir den schnellsten Weg nehmen? Hier. Zip. Aber wir haben sogar einen Wegpunkt. Also kann ich nur wieder mal nicht sehen. So, jetzt sehe ich ihn. Alles tutti. So, da ist eine Spinne. Oh, hier ist auch eine Spinne. Aber die schläft. Und wie ein Baby. So unschuldig. Ups. Oh, den hat sie wohl auf den Kopf gekriegt. So, den nehmen wir noch mit. So ein Stängel. Ah, jetzt habe ich keine Ausdauer. So. Immer ein bisschen was mitnehmen, wenn man schon nach Hause geht, ne? So, jetzt wollen wir mal Trick 17 machen zum Einsortieren. Ah, und dann muss ich mir wieder einen Teil der Sachen rausholen. So. Eiche. Nehmen wir einmal das. So. Warte mal, wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich kann die halt nicht. Ich kann nur alles Stapel ablegen. Aktion? Kann ich hier so eine Aktion machen? Nee. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Ich hätte hier gern nochmal welche. Aber ich kann denn nicht mehr hin und her stacken. Pass auf. Machen wir das so. So. Und dann nehmen wir die erstmal mit. Dann sollte das doch passen. Gut, jetzt brauchen wir ein paar Stängelchen. Oh, hier das Seil nehmen wir auch noch. Und dann gucken wir mal, wie hoch kommen wir denn eigentlich mit dem Material, das wir jetzt in der Tasche haben. Und dann gehen wir zur Seilbahn. So. So, den haben wir jetzt einen höher. So. Ich sehe halt nichts. Oh, mir fehlt Seil. Kann ich noch welches herstellen? Grobes Seil. Nee, leider nicht. Ich frage mich, wie hoch muss ich denn eigentlich bauen, damit mir der Rasen da hinten nicht im Weg ist? Nein! Das war ja sehr intelligent. Nein. Das sollte mal jemand aufräumen. So. Wie hoch muss ich eigentlich, dass ich hier nicht am Rasen hängen bleibe? Weil, ich sag mal, der Ankerpunkt, den ich gewählt habe, ist ja hier unten. Und auch wenn wir durch dieses Läuserad, das Seil durchgehend nehmen könnten, möchte ich gerne hier den Ankunftsort haben. Weil sieht halt schöner aus, ne? So, aber ich denke mal, ein bisschen höher muss ich noch, sonst geht das nicht. So. Und hier nochmal ein obendrauf.
Können wir zwar nicht fertig machen, aber... Na, so. Ach, kann ich ja gar nicht machen. Ja. Können wir nur anzeichnen. Oh, das brauche ich hier noch. So, einmal runter. Ja, das war jetzt ein bisschen ärgerlich hier, dass mir das alles runtergeplumpst ist. Hier ist noch Saft. Oh mein Gott. Das Aufräumen, das wird ja ätzend. Das mache ich ein andermal. Das mache ich später, wenn ihr nicht dabei seid. So, oh, hier aber das Seil nehmen wir noch mit. Wunderbar. Dann können wir einmal zu den Rädchen gucken. So, das war nämlich fertig. Ich mache mal erstmal keinen mehr. Doch, komm. So, 5 machen wir noch und hier machen wir Seile. So. Und jetzt will ich mal gucken, brauche ich eine Laus? Muss ich dafür was sehen? Das ist ja genial. Wir sind auch recht schnell dafür, dass wir jetzt quasi bergauf... Also der Kleine, der leistet... Der gibt richtig Kette, ne? Der leistet ja richtig was. Das ist ja genial. Muss ich das Ding... Ist das im Inventar drin? Oder habe ich das jetzt für immer? Das scheine ich für immer zu haben. Das finde ich ja geil. Das ist ja genial. Ja, rein theoretisch würde jetzt ein Seil reichen, ne? Jetzt brauche ich gar nicht mehr, wie ich ursprünglich geplant habe, immer 2 Ankerpunkte setzen. Einmal zum Hinkommen, einmal zum Weggehen. Aber nach unten bin ich deswegen nicht schneller, oder? Oh doch. Boah. Das ist ja geil. Oh oh. Aber die Plattform reicht ein Glück. Ich dachte jetzt mit so viel Schwung, wir fliegen hier rüber. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Da ich ja nicht mit. Das ist ja mega. Das ist ja total genial. So. Weg. Das finde ich cool. War hier gerade was zum Bau. Achso, ja, da hinten. Meine Baumaßnahmen. Ja, ja. Gut, also wir haben ja neue Quests gekriegt, ne? Unsere jetzigen Aufgaben. Wir müssen einmal zum Krötensumpf und wir müssen einmal zur Rechensteinanhöhe. Wo sind denn die? Und den Superchip. Wir können ja erstmal gucken, wo ist denn welche Quest? Warte mal, wir gucken mal eine Karte. Kann ich das hier irgendwo sehen? Das hier ist ein Kescher, ne? Das heißt, der wird es ja nicht sein. Hier ist noch ein Chip, aber das ist ein normaler Burg-Chip. Und hier ist noch ein Super-Chip. Ach, der ist ja in der verseuchten Gegend. Gut, da muss ich mal gucken, wie wir da hinkommen, wie wir uns da ausrüsten. Ich würde sagen, wir machen den Mixer. Den können wir ja. Hier ist soweit, glaube ich, keiner mehr. Nee. Den haben wir gemacht. Den hier hinten. Ja, den haben wir fertig. Dann wäre jetzt der dran. Einen anderen habe ich jetzt noch nicht gesehen hier. Hier wird es bestimmt noch mehr geben, ne? Na gut, aber dann machen wir jetzt erst den Mixer. Und wenn wir den fertig haben, bereiten wir uns vor, den Chip zu holen. Dann haben wir alle Superchips zusammen. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da alles mitnehmen müssen. So, als erstes den Mixer. Aber ich kann jetzt nicht sehen, wo ich die Wegmarkierung machen muss. Ne? Vogeltränke wusste ich ja, wo die ist. Rechenanhöhe. Das lässt sich jetzt aus der Karte auch nicht so rausfiltern. Krötensumpf. Das muss doch der sein. Entweder der hier. Oder hier. Aber ich denke, das ist der, ne?
Ja, praktisch, weil wir da schnell hinkommen durch die Seilbahn, wenn es der ist. Aber es steht halt nicht. Wegmarkierung, ja, habe ich nur eine? Gut, ja, dann weiß ich nicht, wo die sind. Dann fangen wir mit dem Mixer an, ne? Machen wir den erstmal fertig. So. Komm, wir räumen hier schon mal ein bisschen auf, ne? So. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt noch Seil habe oder ob ich umsonst hochlaufe. Ne, ich habe kein Seil. So. Da kam mir das Material schon hinterher. Einlagern. So. Den Mixer. Wenn wir den jetzt anfangen wollen würden, wir haben ihn ja repariert. Können ja mal schlafen. So, 6 Uhr morgens, erstmal was süppeln. Die beiden Sachen können auch im Spinnrad bleiben. Und was essen müssen wir? So, da haben wir hier. Oh, kurz vor Verfallsdatum. Just like a fruit pounder. So, dann nehmen wir. Nee. Nehmen wir hier schon mal ein paar Sachen mit, die wir gleich brauchen werden, um den Mixer einzubauen. Na komm. Dann würde ich sagen. Ja, wir machen. Jetzt habe ich ja hier natürlich extrem. Oh Gott. Extrem viel Rasen rumliegen. Vielleicht bauen wir den doch lieber mit Rasen ein. Ist zwar nicht ganz so stabil. Aber. Das ist über. Weil die Lager sind ja voll. Ne, die Rasenlager sind voll. Und hier für die Stängel, da habe ich ja noch richtig. Die sind ja angebrochen. Würde ich sagen, wir bauen das doch aus Rasen. Aber irgendwie anders als letztes Mal. Und mit den Spikes. So. Gut, machen wir das. Die haben wir drinnen, dann haben wir jetzt auch keine Stänge mehr liegen, oder? Ne, die haben wir dann alle weg. So, dann können wir jetzt den Rasen aufsammeln. Was denn das hier? Seide, also Seidenseil. Mei, oh mei, das ist wieder eine chaotische Folge hier. So, das nehmen wir mal mit. Der Mixer war, da machen wir uns gleich mal eine Markierung. So. Der muss ja irgendwo hier vorne gewesen sein. Da. Okay. Den müssen wir anders einbauen. Aber billig. So. Ich kann ihn nicht bauen. Aha. Oh, ich könnte mir auch den Rasen hier aus dem Umfeld holen, ne? Ich meine, wir haben ja hier alles. Warum soll ich mein Baumaterial verschwenden? Oh, hauen wir hier alles kurz und klein? Oh nein. Oh Gott. Giftgas. So, Hilfe. Ja. Ich habe keine Ausdauer. Au, 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 au. Oh Gott, aus der Stinkwolke muss ich raus. Kann sich nicht ein. Oh nein. Was macht denn der hier? Oh nö, jetzt kommt er mir hinterher. Kommst du hier auch hoch? Nee, ne? So, dich Stinker hauen wir jetzt weg. Jetzt holen wir uns eine Gasmaske.
Ja, hier oben, ne? Wir haben jetzt erst eine hergestellt. So, gehen wir jetzt einmal rüber. Inventar. Nice and safe. Nice and safe, du sagst es. So, die nächste Folge ist dann auch ein bisschen strukturierter. Da mache ich mir vorher ein bisschen mehr Gedanken, was genau wir machen. Das ist ja hier ein bisschen durcheinander gegangen. Wo ist meine Armbrust? Ach so, weil die habe ich ja aufgewertet, ne? Okay. Oh, schön stehen bleiben. Genau. Kurz mal hier ordentlich rum. Das war's mit dem Stinker. Und den anderen holen wir uns auch. Wir bauen jetzt mit der Maske. Können zwar nicht so viel schleppen, aber wir sind sicher. Hier ist mir auch noch alles runtergefallen. So. Jetzt bauen wir die erste Schicht um den Mixer. So. Nach unten noch, das ist ganz wichtig. Oder pass auf, wir machen das jetzt so. Wir machen hier einen kleinen Cut. Dann zeichne ich alles an. Und ihr seid dann beim nächsten Mal bauen, seid ihr mit dabei. Dann bauen wir das Ding. Bauen die Spikes und verteidigen den. Und dann kommt ihr das nächste Mal einfach mit dazu, ja? Weil das wird jetzt noch eine Weile dauern, denke ich. So, ich bedanke mich fürs Einschalten. War ein bisschen chaotisch heute, kam mir selber sehr durcheinander vor. Aber ich hoffe, die Folge hat trotzdem Spaß gemacht und ihr seid morgen auf jeden Fall wieder mit dabei. Morgen wird es nochmal spannend und dann müssen wir mal demnächst anfangen, hier zu erkundschaften da hinten. Wie wir uns den Superchip am besten holen. Was wir da hinten alles brauchen. Gasmaske bestimmt. Und dann gehen wir nämlich dem Ganzen auf die Spur. Holen uns den letzten Superchip. Dann brauchen wir noch die Hilfschip und dann müssen wir die Map noch ein bisschen erkunden. Wir müssen auch mal ein bisschen mehr bauen. Haben wir das Gefühl, wir bauen hier gar nicht, ne? So, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.